Leute, bevor dieses Video hier startet, möchte ich noch ganz kurz Werbung für meinen Instagram-Account machen. Und zwar ist auf Instagram Niklas Weiß, ihr seht hier diesen Account eingeblendet. Ihr seht, der Account hat 109.000 Abonnenten und es fehlen mir nicht mehr viele bis zu den 110.000. Also checkt den Account gerne ab und lasst ein Follow da. Und liked unbedingt dieses Instagram-Bild hier, egal wann ihr dieses Video seht, liked unbedingt dieses Bild hier. Es ist mega wichtig, dass ihr dieses Bild liked. Glaubt mir, ihr werdet schon erfahren, boah, okay, eigentlich ist es absolut gar nicht wichtig. Es würde mich halt mega freuen, wenn ihr es liked. Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Für dieses Video heute habe ich mir wieder etwas überlegt, wo ihr dabei sein könnt. Es ist längere Zeit her, dass ich etwas mit meiner Community gemacht habe. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal wieder eine kleine Community-Aktion. Ihr wisst, diese Community-Aktion startet sich meistens auf Instagram. Also checkt gerne meinen Instagram-Account aus. Ich heiße auf Instagram Niklas Walz. Okay Leute, was möchte ich heute überhaupt machen? Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, möchte ich heute eure Augen bewerten. Ich habe euch also in meiner Story auf Instagram angekündigt, dass ich Augen bewerte und dass ihr mir Bilder von euren Augen schicken sollt, die ich dann bewerten darf. Ja. Also Leute, ich würde sagen, wir laufen gar nicht so lange und legen auch schon direkt los mit dem Video. Let's go. Okay Leute, hier haben wir die Augen eines Mädchens. Man sieht nicht relativ viel. Man sieht, dass sie blaue Augen hat. Ich finde, die Augen sind eigentlich relativ hübsch. Nur die Qualität von der Kamera ist jetzt nicht so gut, aber ich soll ja die Augen bewerten. Ich finde es eigentlich ganz schön. Von 1 bis 10 gebe ich dir... Ja, komm, 6 Punkte. 6 Punkte für deine Augen. Okay, Leute, das Bild hier ist auch eigentlich ganz gut, muss man sagen. Die Augen, warte mal, hat sie so, sie hat so blau-grüne Augen, kann das sein? So links ein bisschen blau und rechts ein bisschen grün, oder täusche ich mich da? Ich weiß nicht, kann sein, dass ich mich auch täusche. Ich finde, die Augen sind eigentlich relativ schön. Vor allem das Blau, es passt einfach mega. Und ich glaube, auch wenn ich das ganze Gesicht sehen würde, würde das sehr gut zum Gesicht passen, oder? Von 1 bis 10 gebe ich dir 7,5 Punkte. Sie hier ist die nächste und man sieht hier leider nur ein Auge. Sie sieht relativ jung aus von den Augen her, aber sie hat auch blaue Augen. Alter, warum haben so viele Mädchen blaue Augen? Ich finde, das Bild ist so Durchschnitt. Deswegen gebe ich dir von 1 bis 10 5 Punkte. Das nächste Bild ist sie hier und auch hier sieht man leider nur ein Auge. Ihr könnt mir ruhig Bilder schicken, wo man eure Augen ganz sieht. Das Bild finde ich jetzt relativ schön. Sie hat keine blauen Augen, sie hat grüne Augen, so viel ich es erkennen kann. Und ich finde es relativ schön. Ich brauche dazu, glaube ich, noch gar nicht sagen. Ich meine, ich bewerte hier Augen. Ich bewerte hier einfach nur die Augen, wie ich sie finde. Das ist meine Meinung, Meinungsfreiheit, bla bla bla. Ich glaube, mich werden hier wieder ein paar Leute haten, einfach weil ich meine Meinung und weil ich etwas bewerte. Aber hä, ich meine, warum kriegt ihr das Video dann überhaupt an? Ihr seht doch im Titel, ich bewerte eure Augen. Das heißt, es ist doch klar, dass ich etwas bewerte. Okay, ich finde die Augen relativ schön, das heißt, ich gebe ihr von 1 bis 10 8 Punkte. Okay, Leute, das ist das nächste Bild und ich habe das Gefühl, das Bild hier ist fake, weil allein schon die gute Qualität. Entschuldigung an die Person, aber ich habe dein Instagram-Profil gesehen und ich denke nicht, dass das deine Augen sind. Das bedeutet, ich werde das Bild auch nicht bewerten, tut mir leid. Das hier sind die nächsten Augen und leider ist da ein Filter drüber gelegt, das heißt, ich kann die Augenfarbe nicht sehen und generell, ich kann jetzt halt einfach nur den Blick sehen, aber ich möchte ja nicht den Blick bewerten, sondern ich möchte die Augen bewerten, aber da ich von den Augen nicht relativ viel sehe, kann ich das Bild auch nicht bewerten. Ich würde sagen, von 1 bis 10 gebe ich dir 4 Punkte, aber nicht wegen dir oder so. Das ist einfach wegen dem Filter und generell, weil ich die Augen nicht erkenne. Das heißt, ich kann gar nicht so viel zum Bild sagen. Das hier ist das nächste Bild und oh mein Gott. Dieses Bild, es killt einfach alles. Ich finde diese Augen einfach mega schön. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber ich gebe diesen Augen von 1 bis 10 10 Punkten, weil ich die Augen einfach mega hübsch finde. Okay Leute, das hier ist das nächste Bild und jetzt mein Ernst, was geht mit ihren Augen ab? Was? Dieses Blau. Wenn das wirklich deine Augen sind, dann ist es extremst hübsch. Alter, dieses Blau, es killt einfach alles in deinen Augen. Das Bild gebe ich auch 10 Punkten. Jetzt mal im Ernst, das Blau, es hypnotisiert einen so. Ich weiß nicht. Was? Okay, Leute, und das hier ist das nächste Bild. Sie hat auch wieder blaue Augen. Ich gebe diesem Bild von 1 bis 10 einfach mal 6 Punkte. Weil, naja, es ist so Standard. Das hat auch blaue Augen. Aber, naja. Es geht eigentlich. Also 6 Punkte ist auch relativ gut. Das hier ist ein Junge, Leute, und der hat sich hier einen Spaß überlegt mit dem einen Auge zu und das andere auf. Ich finde die Augen von diesem Typen einfach relativ cool. Er hat braune Augen, so wie ich auch. Ja, korrekt. Ich würde dem Bild von 1 bis 10 7 geben. Ja. Okay, Leute, sie hier ist die nächste. Sie hat grüne Augen, so wie ich es erkennen kann. Und ich finde einfach den Blick und generell die Augen relativ schön. Der Blick gehört auch zu den Augen. Scheiß mal, was ich vorhin gesagt habe. Ich meine es jetzt doch so, der Blick ist wichtig, bla bla bla. Ich finde das Bild relativ schön. Und von 1 bis 10 gebe ich ihr einen Punkt. War nur ein Spaß, war nur ein Spaß. Tut euer Leben. War, hey, war nur ein Spaß. Von 1 bis 10 gebe ich ihren Augen 6 Punkte. Das hier ist das nächste Bild und was ist mit ihr los? Was? Kann es sein, dass sie heult? Mann, du darfst nicht weinen. Nicht weinen, bitte. Ich gebe dem Bild, also ich gebe ihren Augen
9 Punkte. Aber bist du, hör auf zu weinen und du siehst voll müde aus. Du siehst aus, als hättest du gerade geweint. Was ist los mit dir? Ich will dir helfen. Okay, Leute, das ist das letzte Bild und sie hat schöne braune Augen und ich finde das Bild ist eigentlich ganz gut, aber ich muss ja ein bisschen Kritik da lassen. Warte, aber was kann man an Augen eigentlich kritisieren? Ach, keine Ahnung, sorry. Ich gebe ihren Augen von 1 bis 10 6,5 Punkten. Ich keine Ahnung, wie ich es gerade hinkriege, Augen zu bewerten. Was? Okay, Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich habe jetzt relativ viele Augen in meinem Video gehabt und ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, Augen zu bewerten. Was? Lasst dem Video gerne ein Like da, falls ihr nochmal so eine Art von Videos sehen wollt. Also auch einfach so, wenn ich nochmal auf etwas reagieren soll oder bewerten soll. Checkt, wie gesagt, nochmal gerne meinen Instagram-Account aus. Ich heiße auf Instagram Niklas Walz. Jetzt im Anschluss kommt gleich nochmal die Endcard. Dankeschön an alle, die es bis hierhin geschafft haben und an alle, die es bis in die Endcard geschafft haben. Dankeschön an euch und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Lasst dem Video ein Like da. Ciao. Hey, Leute, ich bin's wieder, der Typ aus der Endcard. Hier gelangt ihr zu meinem letzten Video und hier könnt ihr mich abonnieren. Dort oben ist mein Instagram-Account eingeblendet. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auf Instagram abonniert, mein letztes Video abcheckt, mich abonniert und ja, das war's jetzt auch schon wieder hier mit meiner Aufgabe. Wir sehen uns hoffentlich. Okay, ja, Entschuldigung. Ciao.